So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Nein. Muss man was gucken hier? Ich hoffe es nicht. So, herzlich willkommen. So, das passt alles. Das sieht gut aus. Genau. Ach, jetzt habe ich meinen Ordner geschlossen. Ich bin immer wieder der Hellste hier. Recordings, OBS. Let's go. So, jetzt hier Fenster, My Test. Let's go. Dauert jetzt schon wieder alles ewig hier. Wir waren gerade dabei. Ah ja, genau. Dach. Nein, Wände. Nein, doch Dach. Für Dach zu gucken, was wir für Materialien hier nutzen können. Und haben dabei gemerkt, dass wir massig Ton haben. Genau. Wir brauchen. Nehme ich gleich 600? So. Ja, doch. Oh, ich war hier in dem Raum. Lol. Gut, ich habe währenddessen als Walker den Schalter deaktiviert. Ja gut, das, also wir könnten uns natürlich einfach durch die Wand bauen. Oder einfach nach oben teleportieren. Ja gut, das hat ja gut funktioniert. So, wir brauchen unsere elektrischen Öfen. Das wird jetzt aber eine Weile dauern, weil wir müssen ja alle 6 Stacks eher ein Dings dann. Und aus jedem Stack werden aber nochmal 4 Stacks. Das kann also ein bisschen dauern. Wir brauchen mehr Öfen. Ah, ich meine, die haben schon ordentlich Geschwindigkeit drauf, die Dinger. Muss man schon mal so sagen, wie es ist. Übrigens hatte ich auch kurz überlegt, wie soll ich wieder. Achso, Kopfhörer sind ja leider eingestellt. Ah, jetzt hat er unten die Anlage. Ich habe übrigens überlegt, ob wir vielleicht mal gucken können. Ich habe irgendwie Bock drauf, mal wieder ein bisschen Texture Packs zu probieren. Warte mal kurz. Solange wir die Anlagen eh arbeiten, können wir mal ganz kurz gucken, wie es nämlich mit dem Texture Pack hier aussieht. Ne, was ist das hier? Warum ist das? Eben, genau, das ist ja das, was so aussieht wie Mindtest. Minecraft. Können wir auch mal gucken. Oh, ist das klein. Dass diese Dinger nicht mitskalieren, ne? Grün? Ach so, ja klar, stimmt, das ist ein Mesocon. Mesocon gibt es ja in Minecraft gar nicht. Ergo auch nicht in Mineclone. Ergo auch nicht in den Texture Pack. Weil das ist das Texture Pack, was Mineclone benutzt. Sieht schon alles sehr schnick aus. Na, okay. Die Sachen kennt ihr natürlich nicht, klar. Das heißt, da sind die ganzen Originaltexturen. Ja, mit dem Grün sieht ein bisschen komisch aus. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Gab es ja früher mal ein Texture Pack, was sehr stark. Weil im Disney hätte doch das, was Mineclone 2 nutzt. Es gab aber auch mal ein Texture Pack, das da wirklich. Alter. Gott, wie rot das Haus aussieht, ey. Eieiei. Haha. Holy shit, wow. Und das ist nicht gut. Es gab. Oh, sind schon fertig. Es gab mal ein Texture Pack, das sah wirklich aus wie. Wie Vanilla Minecraft damals bei den ersten Versionen aussah. Ich weiß nur gar nicht mehr, wie das Ding heißt. Ich weiß nur, dass ich es mal hatte, also benutzt habe. Müsste sogar noch installiert sein. Oh, hier sieht alles relativ normal aus. Ja, eben die meisten Sachen haben hier natürlich keine Textur. Weil die Technik-Mod zum Beispiel gar nicht unterstützt wird von dem Texture Pack. Doch, also das für Texture Pack sieht. Boah, Alter. Sehr viele rote Bäume.
Ja, nee, also das Texture Pack ist nicht so geil, würde ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn das Texture Pack? Was ist das hier? Ja, doch, genau, das ist da, das ist es. Das war das, was so aussieht wie damals Vanilla Minecraft. Das habe ich auch eine Zeit lang für mein privates Mineclone genutzt. Ja, genau. Ach. Ich meine, es ist rot, jetzt ist es gelb. Ja, lol. Was sind überhaupt nochmal für Blöcke hier? Ah, das ist Stormbricks. Ja, gut. Ja, das hier, das sieht halt, das sieht schon sehr comic-mäßig aus. Aber hat schon was, ne? Ist jetzt gut, dass das Haus jetzt hier komplett gelb ist. Ja. Ah, gut, ja, die kommen natürlich alle mit den Symbolen nicht klar. Aber das hat zumindest schon mal ein sehr stimmiges Bild. Das Texture Pack hat echt was. Ich glaube aber, das Texture Pack wird nicht mehr aktiv entwickelt oder wurde sogar gelöscht wegen Copyright Claims. Aber es sieht zumindest alles sehr, sehr schnieke aus. Ah, da haben die einfach Glowstone-Look genommen. Ja, doch, das kann man schon machen. Das sieht schon echt, echt knorke aus. Soll ich da gleich mal hier nächste Fuhre reinmachen? Wenn wir schon mal wieder hier sind. Das sieht aus, ey. Eieiei. Bei dem einen sieht es aus wie so Kackbällchen, hier sieht es aus wie irgendwelche Reisklumpen. Cute. Ich würde mal gerne. Oh, Alter, das sieht schon krass aus. Hat schon echt was. Wenn unser Haus nicht so gelb wäre, der wird richtig geil sein. Und das ist halt genau das Problem, weswegen ich ungern mit Texture Packs arbeite. Alter, das Dach da oben. Holy Scheiße. Das ist halt genau das, weswegen ich halt ungern mit Texture Packs spiele. Weil, ja gut, der Baum sieht auch eher abstrakt aus. Das Problem ist halt, wenn du halt Texture Pack benutzt, dann baust du halt alles so, dass es in dem Texture Pack logischerweise gut aussieht. Und für alle anderen Spieler auf dem Server, die dann halt entweder das gar kein Texture Pack haben oder im seltenen Fall auch ganz andere Texture Packs, sieht dann komplett behindert aus. Und deswegen mache ich lieber, das spiele ich persönlich lieber Vanilla. Erstens finde ich die Vanilla-Texturen auch schön. Und zweitens, dadurch, dass die meisten anderen auch ohne Texture Pack spielen, ne, ist es für die meisten Leute stimmig. Und die paar, die dann eigene Texture Packs benutzen, die haben halt Pech gehabt. Was zum Beispiel sehr viele nutzen, was ich halt gar nicht mag, ist halt zum Beispiel, was das? Genau, eins von den beiden. Aber eigentlich war das, was damals so extrem bekannt war. Das nutzen auch heute noch viele. Aber das ist mir einfach zu abstrakt. Wobei es immerhin schon viele Mods unterstützt. Also bei dem Texture Pack ist jetzt wirklich, wird auch die Technik-Mod unterstützt. Home Decor glaube ich sowieso, weil das Texture Pack kommt nämlich von Vanessa E. Also die auch die meisten Mods erstellt hat damals. Deswegen werden die meisten Mods halt auch direkt unterstützt. Jetzt ist halt hier wirklich so ein UHD Texture Pack. Warum auch immer man das UHD oder 4K-Texture Pack nennt. Ich meine, weder die Texturen sind 4K. Und selbst wenn die Texturen 4K wären. Ja, weiß nicht. Also, eben bei den meisten. Also, das ist hier mit 512 mal 512 aufgelöst. Ist doch das Höchste, was ich so gesehen habe in meinem Test. Ich habe bisher noch kein Texture Pack gesehen, was höher aufgelöst ist. Also, es gibt mehrere, die mit 512 arbeiten, aber ich habe keins in Erinnerung, was mit mehr arbeitet. Wobei doch 1024 hatte ich schon mal gesehen gehabt. Aber das fand ich von Optik her einfach hässlich. Ja, wobei, wie gesagt, auch das hier finde ich. Das Problem ist, je höher aufgelöste Texturen sind, desto mehr. Ja, merkt man, dass es Blöcke sind. Klingt jetzt dumm, weil man merkt auch so, dass es Blöcke sind. Aber desto mehr beißt es sich damit, dass es Blöcke sind.
Ne, weil du hast zum einen diese hoch aufgelösten Texturen und dann aber diese blöckige Umgebung, die sieht halt komisch aus. Während es halt mit dieser klassischen Low 16x16 Texturen, da passt es. Weißt du, da ist alles in sich stimmig. Und hier hast du aber HD-Texturen mit ganz kurioser Geometrie. Und das ist dann, was auch hier immer diese extrem harten Kanten. Auch das sieht super behindert aus. Das passt mit den Low-Texturen auch viel besser. Ja, es hat schon was, aber wie gesagt, mein Bruder zum Beispiel, der spielt mit dem Texture-Pack, seine Freundin glaube auch. Ah, ich würde mich mit sowas halten, also kann mich damit nicht wirklich anfreunden. Ich meine, das Haus so zum Beispiel sieht extrem geil aus, keine Frage. Aber alles, was halt so ein bisschen natürlicher gewachsen ist, was ist das hier zum Beispiel? I don't know. Ich glaube, der Wort, was ist das denn hier für ein Zeug? Ja, gut, das ist ja richtig behindert. Die Dinger sehen wiederum ganz cool aus, aber das sieht immer richtig kacke aus. Was ist das denn? Was ist das? Whatever. Boah, Alter. Oh Mann, der Videocodec, der wird sich jetzt freuen. Schön viele Details. Oh mein Gott. Ja. Ja, das hier sieht auch ein bisschen sehr abstrakt aus. Jetzt sieht es wirklich einfach aus, als wenn als wenn man hier Steine aufeinander geschüttet hat. Was natürlich für einen Kamin auch nicht so passend ist. So. Hier ist irgendwas kaputt bei der Textur. Wow. Ja, okay, sieht schon krass aus. Okay, nee, die Technik sagt, ah, nee, Pipeworks. Aber Pipeworks müsste doch auch mit bei sein. Ich dachte, die Mod unterstützt sehr viele Texturen. Die ist auch Low-Bob-Texturen. Ja, hier ist auch alles normal. Schade. Die Materialien wiederum, die haben nur hohe Textur. Obwohl Uranium ist doch von der Technics-Mod, oder? Ja, ist von der Technik-Mod. Trotzdem werden die unterstützt, die anderen Sachen aber nicht. Ist ja auch dumm. Hier kommt doch so ein Zeug. Ah, alles außer Rainbow Office unterstützt. Das ist doch schon mal schön. Und das ist nämlich auch das, was ich bei den meisten Texturen nicht mag. Dass halt, ne, wenn du halt verschiedene Mods drauf hast, dann hast du halt hier auch kein einheitliches Bild, ne? Viele sehen dann so schön aus wie hier, andere sehen dann aber so komisch aus. Gut, hier ist jetzt auch eins was, ne, aber. Aber bei den meisten hat wirklich die Hälfte mit unterstützt, die Hälfte nicht. Das ist dann wie Kraut und Rüben. Ich verstehe nur nicht, warum die Technik-Mod nicht so komplett unterstützt wird. Also, ich hatte gehofft, dass die Dinger hier auch HD-Texturen bekommen. Gut, die Farming-Mod wird scheinbar auch nicht unterstützt. Außer ein paar Sachen wieder. Ein paar Sachen ja, ein paar Sachen nicht. Ja. Marihuana. Ja gut. Ja. Also wie gesagt, viele Leute mögen sowas. Ich leider nicht. Also für euch leider. Gucken wir mal nochmal, wie das Ding hier aussieht. Das sah ja auch relativ gut aus, glaube ich. Ich glaube, ich fand das sogar besser als HDX. Ja, genau, weil das mehr Minecraft-mäßig aussieht. Ja, also es passt eher zu dem Minecraft-Mytest-Theme. Gut, die hat sogar das gleiche Problem. Manche Sachen sind übersetzt, manche nicht. Na gut. Ja, also ich finde das hier zum Beispiel. Oh, guck mal, hier sind die ganzen Sachen unterstützt. Lol. Ah, weißt du, das hier finde ich schon eher. Das sieht zwar sehr RPG-mäßig aus, muss man dazu sagen. Okay. Es sieht schon sick aus, also. Also wenn, dann wahrscheinlich Polygon, ja. Das sieht irgendwie am ehesten nach dem aus, worüber ich reden könnte. Das hat wirklich schon sehr stimmiges Design. Naja, natürlich, wie gesagt, auch wieder Sachen. Das sind spezielle Mods, so. Okay, der Bohrer sieht sehr interessant aus.
Das sieht eher aus wie so ein Hantel, Digitalometer, wollte ich sagen. Ja. Die Textur, also das hier, über sowas könnte man schon eher reden. Das wäre eher so meins. Boah, Alter. Lol. Okay, die Home-Decor-Mod wird ja aber nicht unterstützt. Oder X-Decor. Das hier passt auch wieder eher. Oh, wow, Alter, das Dach sieht ja geil aus. Wow. Ey, vor allem auch das Haus sieht wieder normal aus. Da hinten auch. Ja, okay, das Wasser sieht nicht so geil aus. Das Wasser sieht sehr künstlich aus. Also sehr plastisch. Ah, okay. Wasser ist ein Minuspunkt auf jeden Fall. Ah. Ja, also die Textur, mit der könnte man, wenn das Wasser nicht wäre, könnte man am ehesten drüber reden. Auch die Blätter sehen erschreckend gut aus. Auch bei denen fällt auf, dass das Ganze sehr eckig ist. Aber es fällt nicht so sehr auf wie bei dem HDX Texture Pack. Ja, ist natürlich auch diese scharfen Kanten. Aber auch hier haben sie den Vorteil, beziehungsweise, naja, ist nicht wirklich ein Vorteil von der Texture Pack. Du hast halt hier diese grobe Textur drüber liegend und die verdeckt so ein bisschen die Kanten. Dadurch wirkt es ein bisschen weicher. Aber gerade hier hast du auch diese harten Kanten, ne? Das ist dann auch wieder ein bisschen blöd. Wie gesagt, das ist halt so das größte Problem, die ganzen harten Kanten. Dadurch wirkt das alles viel blöckiger als bei Low-Res-Texturen. Das würde mich auch gerne interessieren, wie die Dinger hier aussehen. Ach, das war das Zeug. Ah, aber was ist das? Ey, hier sieht einfach aus wie so ein bisschen Moos oder sowas, was auf dem Wasser rumtreibt. Aber bei HDX sah das ja richtig hässlich aus. Okay. Also, ne, mit so einem Textur könnte man am ehesten schon leben. Jetzt wäre halt nur noch die Frage, gab es noch eins? Genau, die Sommerfield. Das fand ich, das habe ich immer sehr dolle geliebt. Das ist nämlich das, was auch IFS genutzt hat. Also hier, ihr Fusel-Server, der da. Der hat nämlich genau dieses Texture Pack. Und das finde ich persönlich schon optisch sehr ansprechend. Vor allem dieses Wasser sieht hier geil aus. Das ist Wasser. Okay, das sieht auch schon krass aus. Gut, mit der Hotbar bin ich ehrlich gesagt nicht so zufrieden. Die Hotbar sieht, also hier unten die Leiste, die sieht sehr abstrakt aus, aber gut. Was willst du machen? Ja, und das ist hier wirklich komplett RPG-mäßig. Also, das sieht wirklich aus wie so, keine Ahnung, das gute alte Zelda. Ja, und hier merkst du auch wieder, die Kanten sieht man zwar genauso wie davor, aber weil das Ganze allgemein relativ low-res ist, stört es nicht so. Das passt schon eher ins Konzept. Ah, sehr schnieke. Ja, und vor allen Dingen halt auch immer dieses schöne Mittelalter-Look. Wie gesagt, klar, RPG-mäßig. Ne? RPGs ist ja meistens so mittelalterlich angehaucht. Dementsprechend kommt der Look auch immer relativ gut rüber. Ich hab schon nicht zu essen dabei. Verdammt. Gib mir mal ein paar Äpfel. Aha. Na? Das wirkt jetzt irgendwie eher nicht mehr wie Wolle, sondern eher wie so eine Kunststoffplatte, ne? Ah, passt nicht mehr so stimmig wie das da. Okay, der Ringmusik sieht sehr komisch aus. Sieht nicht mehr so. Oh, Alter, das sieht aber. Der Raum sieht geil aus. Also, ich glaube, was am besten passt, ist tatsächlich Polygon, ja. Das Texture Pack. Das
Wenn wir mit einem anderen Texture Pack spielen würden, wäre das denn eher so meine Wahl. Ja, so viel der Technik-Mod wird nicht unterstützt. Alles andere. Da würde ich tatsächlich nochmal Polygonia nutzen. Und mal gucken, wie das bei dem anderen Haus vor allen Dingen auch aussieht. Vor allen Dingen mit dem Regenbogenfußboden. Da bin ich mal sehr gespannt. Wobei, könnte sein, dass sie gar nicht ersetzt werden. Was dann auch wieder ein bisschen problematisch wäre. Wahrscheinlich. Ja, das Texturen initialisieren ist natürlich sehr aufwendig, weil beim Initialisieren der Texturen werden auch die ganzen abstrakten Formen erstellt. Also wenn du irgendwelche Texturen hast und daraus dann andere Texturen gebildet werden. Und klar, mit hochauflösenden Texturen dauert das natürlich länger. Ach, guck mal, genau, das war sogar die Textur, wo das Ding gestimmt hat. Auch wenn die Symbole jetzt natürlich ein bisschen sehr nixsagend ist. Das Ofen. Gut, Kompressor kann man gar nicht deuten. Legierungsofen. Achso, ist eine Heizspirale um so einen Container drumherum. Extraktor. Kohle. Ja, okay, klar. Ist eine Spule, ist ein Motor, also ein Dynamo. Schleifmaschine sieht eher aus wie ein Zerkleinerer. Also hier so eine Fräse. Ha. Oh, das ist ja schön hier mit den Zahnrädern. Cute. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, am ehesten könnte ich mich mit der Textur tatsächlich, mit dem Texture Pack tatsächlich zufrieden anfreunden, meine ich doch. Ja, das passt auch relativ gut. Ist jetzt alles wesentlich gräuer, also nicht mehr so schon weiß wie davor. Und ja, wie vermutet. Guck mal, siehst du genau, solche Texturen, ne? Das heißt, du hast die eine Textur, die Grundtextur, und mit der werden ganz viele weitere Texturen generiert, und zwar mit den farbigen Dingern oben drauf. Und das dauert halt natürlich bei hochauflösenden Texturen wesentlich länger. Ha. Ja, geht tatsächlich. Okay, das Obsidian-Glas sieht allerdings sehr lila aus. Wow, und die Sonne ist ja mal richtig hässlich. What the fuck? Oh ja. Ja, die Aussicht ist jetzt auch nicht mehr. Das ist wieder zu dunkelgrün. Das ist zu abstrakt. Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Texture Packs und ich, wir wären keine Freunde. Vor allen Dingen hast du halt immer das Problem, wie gesagt, du hast zum einen, so wie hier, diese Farbdinger, du hast immer Texturen, die dann nicht unterstützt werden. Dadurch hast du sowieso kein einheitliches Bild. Und zweitens hast du halt, dass halt die meisten Sachen halt noch wirklich auf das Look and Feel vom Vanilla Mytest angelehnt und optimiert sind. Weil das ist halt der Standard. So. Ergo hast du auch die beste Kompatibilität logischerweise mit den Standardtexturen, weil alles darauf abzielt. Ja, also unser erstes Home sieht tatsächlich relativ gut aus, aber das hier sieht alles nicht so gut aus. Das sieht alles sehr nicht so schön aus. Na, ja, hier das geht. Also das Haus, das sieht richtig geil aus. Und hier so die Umgebung, die fetzt auch schon, aus, wie gesagt, außer das Wasser. Das Wasser ist sehr hässlich. Das Problem ist halt, dass das Gras so dunkel ist. Letztendlich haben sie einfach das Gras zu kontrastreich gemacht. Deswegen hast du auch hier extrem auffallend diese Kanten überall. Die hätten einfach das Gras mehr. Ja, heller zum einen heller und zum anderen nicht so sättig, also die Sättigung rausnehmen müssen.
Gut, wenn Zellermaß kommt auch automatisch Sättigung raus, klar, aber nicht halt so extrem dunkles, sattes Grün. Das passt halt einfach nicht. Hier geht, weil es hier überall so ein bisschen untergeht, um alles andere, den ganzen Gras und sowas alles. Aber gerade bei dem zweiten Haus hat man halt gesehen, das ist einfach zu dunkel, zu kontrast, also zu hoch gesättigt. Das Dach wiederum sieht echt geil aus. Also da Hut ab. Das Dach ist echt schnieke geworden. Ja, und das Wasser ist halt. Ah, scheiße. Das Schöne ist halt bei dem Texture Pack wirklich, hier stimmt das meiste, weil viele Sachen von der Mod unterstützt werden. Oh, guck mal, sogar das hier ist HD jetzt. Nächste. Also. Ja, also wir bleiben wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ich möchte jetzt nicht sagen hundertprozentig, aber zumindest 99%ig texturfrei. Das gefällt mir irgendwie alles gar nicht. Was wir noch probieren könnten, ist das hier. Das ist ein Texture Pack, das hat wirklich das Look and Feel von Vanilla, mein Test. Hat aber 32x32er Texturen. Da könnte man natürlich noch gucken, wie das aussieht. Gut, ich sehe jetzt hier gar keinen Unterschied. Gut, wahrscheinlich unterstützt die Mod kaum andere. Das Texture Pack unterstützt kaum andere Texturen. Wobei selbst das Kies ist normal. Habe ich das wirklich aktiviert? Ja, doch, habe ich aktiviert. Also, manche Sachen sehen komisch aus. Also, das Texture Pack definitiv aktiv. Default. Texture Pack. Scheinbar nicht mehr kompatibel oder so. Ich kann ja. Ich habe doch früher benutzt gehabt. Also dunkel. Immer wieder schlafen gehen. Also hier wird wirklich kaum was unterstützt. Das sind alles, das sind alles die normalen Texturen. Die Farben haben sich geändert, ne? Es wirkt alles mehr Richtung. Also das Gras ist mehr türkis. Das hier ist heller. Cobblestone, schwer zu sagen. Aber also die Farben wirken anders. Ist aber nicht das mit dem 32er Texture Pack. Da war es doch ein anderes Texture Pack. Was war das denn dann? Ach, das hier war's. Was ist das denn hier für ein Ding? Also keine Paketbeschreibung verfügbar. Dann war das hier. Aber 128? Nee. Jetzt bin ich aber jetzt bin ich aber raus hier. Na doch, tatsächlich. Ne, hier haben sie wirklich versucht, so ein bisschen Originallook zu halten. Wo ich sagen muss, passt auch eher schlecht als recht. Ne, gerade hier diese Schrägen zum Beispiel, die wirken schon sehr plastisch. Und auch insgesamt. Ja. Ich meine, das Schöne ist halt wirklich, die haben den Originalstil beibehalten. Aber insgesamt. Oh, wobei hier die Kontinuität unterbrochen ist. Normalerweise sind die ja durchgehend und die beiden sind durchgehend. Das fehlt hier so ein bisschen. Oder bin ich jetzt blöd? Warte mal kurz. Mache ich hier gerade? So. Da siehst du genau. Sie sind immer durchgehend hier. Okay, also so viel zum Thema Texture Packs. Die sind alle fertig, haben wir gute Zeit vertrödelt. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder. Bis dann.